Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Prison Architect. Wir machen das heute hoffentlich ein bisschen besser als gestern. Das war ja, oder vorgestern, ich weiß es gar nicht. Das war ja echt zum Greinen, was für ein Rotz ich da gebaut habe. Ich sehe gerade, ich muss hier noch ein bisschen meine Küche anschließen. Hier ist alles angeschlossen, das ist super. Ich muss noch ein paar Sachen erforschen, und zwar auf jeden Fall einmal die Gesundheit, damit ich eine Krankenstation bauen kann. Buchführung. Schaltet eine Buchhalterin frei, welche dir Zugang zu ausführlichen Finanzberichten gibt. Das hört sich doch ganz gut an, aber das mache ich erstmal nicht. Was ich aber mache, ich hole mir Reinigung dann noch, damit hier auch endlich mal sauber gemacht werden kann. Hier sieht es ja aus wie im Schweinestall. So, die Leute dürfen hier raus und dürfen duschen gehen. Das funktioniert aber gerade irgendwie nicht so ganz. Doch, jetzt geht's. Warte mal, ganz ehrlich, ich glaube, ich. Warte mal. Scheiße, jetzt läuft das schon wieder alles ab. Das soll nicht alles weglaufen. Das. Das soll nie so. Das soll nie so sein. Oder muss ich unter jede Dusche einen Ablauf machen? Das könnte natürlich sein. Ich mach das mal. Wird schon seine Richtigkeit so haben. So, die sind alle gerade da draußen. Steht hier noch einer rum? Nee, keiner mehr da. Das ist doch schon mal super. Die Forschung dauert alles noch ein bisschen. Was brauche ich noch eigentlich? Was gibt das noch für Räume? Einen Gruppenraum. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich ziehe hier noch eine Wand rein. Hier. Hier kommt eine Wand rein, dann mache ich hier noch eine Gefängnistür rein, eine große. Dann mache ich dann noch eine Wand rein. Dann mal, wir brauchen einen Aufenthaltsraum, so einen Gruppenraum. Vielleicht noch ein Besucherzimmer, wobei da scheiße ich jetzt erstmal drauf. Aber hier, der Personalraum. Den Personalraum, den mache ich mal hier hin. Das ist doch ganz gut. Was brauche ich denn hier noch? Ein breites Sofa. Ein breites Sofa. Wo ist es? Da. Schönes breites Sofa. Und ein Getränkeautomat. Natürlich. Kommt noch ein kleines Sofa. Stellen wir mal hier hin. Und ein Billardtisch. Nichts soll mir zu schade für unsere netten Herren und Damen sein, die hier arbeiten. Und die knüppeln sich schon wieder komplett die Fresse weg. Das muss ja auch nicht sein. Das Praktische ist, glaube ich, warte mal, wenn die Wände da oben fertig sind, kann ich auch diese Tür hier entfernen. Ja, die kann ich demontieren lassen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Und wieder fließt alles einfach weg. Dahin, wo es nicht hin soll. Das ist ziemlich kacke, muss ich sagen. Gibt es eine Badezimmertür vielleicht? Oder funktioniert. Ah, Leute, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ich glaube, mein Abfluss ist nicht angeschlossen. Kann das sein? Doch, eigentlich schon. Aber ich glaube, die Rohre sind hier einfach nicht dick genug. Ich baue mal lieber große Rohre hin, damit das alles schnell weggeht. Ich hoffe, dass das so funktioniert und ich das nicht alles erst wieder abreißen muss.
Komischerweise, na super, die Wand. Die Tür ist in die Wand gebaut. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Dann kann ich eventuell. Nein, 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 nein. Nicht abbauen, nicht abbauen. Die soll nicht abgebaut werden, die Tür. Gottes Willen. Reparieren soll die. Gerepariert soll die werden. Was macht der da jetzt? Was brauchst du? Ach so, die machen die Rohre. Ah, sinnvoll. Was brauche ich denn hier noch alles? Also liest den Brief des CEOs, das kennen wir ja schon. Vorfälle. Benötigt Arzt, brauchen immer noch ganz viele Besucher. Oh, ich brauche auch noch einen Besucherraum. Werde ich hierhin knacken wahrscheinlich. Hier fehlt aber noch Strom, sehe ich gerade. Mache ich hier mal so einen Kreislauf, Stromkreislauf. Wie sieht es hier mit dem Wasser aus? Da werde ich. Ah, scheiße. Da werde ich wahrscheinlich die ganzen alten Rohre doch abreißen müssen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, würde ich mal sagen. Die ganzen kleinen Rohre müssen weg, allesamt. So. Ich hoffe, das passt jetzt so. Die sollen erstmal bauen. Hier ist jetzt natürlich auch die Tür weg. Na super. Meine Güte, das klappt ja echt super bei mir. Ich bin so ein Genie. Hier mache ich mal die Tür auch weg. Wegwerfen. Ne, demontieren. Die Mauer reiße ich ab. Und hier ist es schon wieder so laut. Oh, der boxt. Flieht, er flieht. Ja, kann ich verstehen. Bei so einem Knast würde ich auch wegrennen. Kann ich nur verstehen, mein Freund. Hier sieht es überall aus wie Sau. Ich baue mal vorsichtshalber schon mal einen neuen Capacitor dazu. Wobei, nee, brauche ich eigentlich noch gar nicht. Aber was geht denn hier schon wieder ab? Die wollen auch alle trainieren. Brauche ich auch noch einen Trainingsraum. Gut, gut, gut. Das kriegen sie alles noch. Das kriegen sie alles noch. Das ist alles in Ordnung soweit. Was machst du da? Warum hast du einen Schlüssel in der Hand? So, kaputtgeschlagen. Gefängnisschlüssel bitte aufheben. Und warum sind die Wachen immer hier draußen? Boah, es gibt immer so viel. Ah, Krankenstation ist baubar. Nur wo mache ich die hin? Ich glaube, ich brauche ein neues. Ich glaube, ich muss anbauen. Ich glaube, ich muss wirklich schon anbauen. Aber wir machen jetzt erstmal einen Besucherraum. Der kommt direkt hier hin. Besucherzimmer. Was brauche ich denn dafür? Ein Besuchertisch. Ein Besuchertisch. Hier. Was machen wir denn da mal? Eins, zwei, drei, vier. Das heißt aber, dass ich hier auf jeden Fall doch wieder eine Mauer reinziehen muss. Oder das heißt, hier war ja noch gar keine. Große Gefängnistürin. Wie es da überall mit ihren Ratschen rummachen will. Nettes Geräusch.
Das wird alles so ewig dauern. Das wird so ewig dauern. Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Personal einstellen. Das dauert sonst zu lange. So. Passt. Ich glaube, ich werde mein Gefängnis... Wo werde ich denn das hin erweitern? Ich glaube, ich werde es einfach nach hier hinten erweitern. Ich glaube, das ist das Einfachste. Fundamente aus Beton. Oh, das ist wieder nicht ganz billig. Gut, dann muss ich tatsächlich doch ein bisschen warten. Aber so ein Stückchen, das kann ich ja schon mal machen. Das kostet ja nicht die Welt. Habe ich sogar noch 1000 übrig. Hier ist aber kein Strom. Warum ist hier kein Strom? Ah, Mist, da habe ich gar keine Leitung. So. Dann haben wir auch noch einen Rundbogen. Und wenn die dann endlich mal fertig sind mit der Wasserversorgung, kann ich dann auch die Rückführung mal versuchen. Ich weiß nicht, ob es das bringt, aber wir werden es hoffentlich sehen, dass es was bringt. Jede Menge Materialien haben wir geliefert bekommen. Tägliches Einkommen, Finanzen. Folgendes Personal wird benötigt. Achso, dafür brauche ich die Buchhalterin. Das ist also der... Ich habe gedacht, man würde wenigstens ein bisschen was sehen über das Geld, aber da sieht man tatsächlich nur, wie viel man hat und wie viel man am Tag bekommt. Das ist ganz schön wenig, muss ich sagen. So, ich mache mal ein bisschen schneller. Scheiße. Und da ist es passiert. Ich brauche jetzt... Nein, 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 nein. Das ist nicht euer Ernst. Auch Geld. So. Ich brauche sehr schnell sehr viel Geld. Ich muss mir das danach irgendwann mal durchlesen, was ich da überhaupt falsch gemacht habe. Um was es da eigentlich geht, genau. Scheiße, warum ist denn hier jetzt überall der Strom ausgefallen? Ups, was habe ich denn da angeklickt eben? Zwangsarbeit? Nein, ich will keine Zwangsarbeit. Scheiße, warum ist denn hier überall der Strom weg? Ist nicht euer Ernst. Man kann kein dickes Rohr... ...an der Leitung vorbeibauen. Ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist ein Problem. Das ist ein richtig fettes Problem sogar. Aber hier ging es doch auch. Ich bin etwas verwundert jetzt, ehrlich gesagt. Das hier kommt auch alles weg. Die ganzen Rohre, die werde ich jetzt erstmal alle schön abreißen. Gut, die bauen jetzt endlich den Anbau. Das ist schon mal super. Alter, wie viel Blut hier überall ist. Und wie verletzt die alle sind. Alter. Es tut mir so leid, Leute, aber... Ich bin doch noch neu in dem Job. Und hier fehlt jetzt auch schon wieder der Strom. Ich krieg die Krise. Ich reiß das alles mal ab. Und leg da überall ein dickes Rohr dann rein. Da fehlt immer noch ein Kabel. Meine Güte, das ist gar nicht so einfach, ey.
Hier muss ich. Ah, ne, Moment. Hier muss ich die Wand einreißen. So, wie sieht's denn jetzt aus? So, Wasser läuft wieder. Das heißt, ich mache hier mal ein dickes Rohr hier lang. Und ich führe das jetzt einfach mal komplett außen rum. Das ist mir jetzt ziemlich egal, ob das sehr teuer ist oder nicht. Aber ich will nicht nochmal die Leitung unterbrechen. So müsste es doch dann eigentlich mal gehen. Hoffe ich. Dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Paar neue Räume reingezogen. Und voll genug bei der Versorgung. Oh, wir haben noch sau viel zu lernen. Und ich hoffe, dass wir das in der nächsten Folge zusammen hinkriegen, dass hier der Laden mal so halbwegs läuft. Die sollen ja gar nicht zufrieden sein, aber der Laden soll erstmal laufen. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi!